Willkommen Leute, zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir waren letztes Mal stehen geblieben. Oder nein, wir sind nicht stehen geblieben, wir haben die Hausparty-Mission abgeschlossen. Und jetzt bleibt nur noch eine Mission zur Verfügung und oder ja, ist zur Verfügung und zwar Officer Tenpenny. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt mal hin. Wo ist denn das? Einmal kurz gucken. Da hinten ist das. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns da wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder und ja, wir sind hier bei der nicht Polizeistation, sondern im Donutladen. Ja, ist klar, kennt man ja, Polizisten und Donuts, ja, es muss sein. Naja, Burning Desire. Hey, Carl Johnson, CJ, come on over here, son. Over, let him sit down, asshole. So you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my mom's, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're out. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now, you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out. Okay, ja, das ist eine Mission, die ich nicht besonders mag und ja, es könnte wirklich sein, dass es in dieser Mission stocken könnte, was eventuell bedeutet, dass eventuell mein Aufnahmeprogramm irgendwie abkackt oder ich weiß es nicht, ich muss sehen, also ich habe es nicht vorher getestet oder so, denn ich wusste jetzt noch nicht genau, welche Mission kommt. Naja, wie der Name Burning schon sagt, wird es gleich brenzlig und ja, es kann sein, dass es deshalb ein bisschen ruckelt oder ich weiß es nicht, vielleicht ist es im Video auch ganz normal zu erkennen. Ich weiß es halt nicht, werden wir sehen. Wo ist denn das jetzt hier überhaupt? Ah, okay, da vorne drin. Ich habe heute Mittag gesehen, dass ich 36 Abonnenten habe. Also für manche scheint das nicht viel zu sein, aber für mich ist es im Moment schon viel. Und ich wollte mich halt nur nochmal bei allen bedanken, die mich abonniert haben und die mich später irgendwann mal abonnieren und die meine Videos angucken und sowas eben. Ja, halt ein großes Dankeschön dafür und ja, macht weiter so, das gefällt mir auf jeden Fall. Spornt mich an auf jeden Fall und ja, jetzt mal kurz zur Mission. Wir haben jetzt Molotov Cocktail, so Mann. Und ja, ich denke, die kennt eigentlich jeder. Für die, die es nicht wissen, das sind oder man, ja, sie sehen halt so aus wie Flaschen, also sind eigentlich auch Flaschen und da drin ist irgend so eine Flüssigkeit und so oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, wie die funktionieren und da, wenn man die jetzt halt wirft und die zerplatzen, dann fängt es halt an zu brennen und das ist auf jeden Fall nicht so toll. So, ja. Okay, hier sind ein paar Vagos, die müssen wir erstmal besiegen. Können wir am besten erstmal mit dem Auto machen, denn ja, wie schon mal irgendwann gesagt, wenn man ein Auto parat hat, dann sollte man das auch benutzen.
und ja, immer die Möglichkeit nutzen. Ansonsten stirbt man irgendwie vorher noch oder ja, ist halt ein bisschen sicherer, weil man einen kleinen Schutz hat und man alle ziemlich schnell kaputt machen kann. Also, wir haben jetzt hier 20 Molotov-Cocktails und wir müssen die jetzt in diese Fenster reinwerfen. Das sieht man schon an diese an dieser roten Markierung da, an diesem roten Pfeil. So, so, genau. So, ein Fenster haben wir jetzt zerschlagen und einen Cocktail reingeworfen. Da drin brennt es jetzt erstmal. Und das müssen wir jetzt auch mit den anderen Fenstern machen. Ich glaube, das sind 5 Stück oder so. Oh, ich brenne. Scheiße. Fuck, ja, gut. Also ich denke, es weiß jeder, aber wenn man vorher Zivildienst macht, also zum Beispiel bei der Feuerwehr und da so ein bisschen mithelft, mehr oder weniger, dann kriegt man ab Level 12, also man muss immer Feuer löschen und ab Level 12 wird man dann brandfest oder feuerfest oder wie man es nennen will. Man hat also man kann sich ins Feuer stellen und da passiert nichts. Das ist bei dieser Mission eigentlich ganz gut, denn ja, werdet ihr gleich sehen. So, muss ich mal kurz den kaputt machen irgendwie. So, gut. Ist sonst noch einer? Ich glaube nicht. Nein. Gut. Ja, habe ich mir auch erst gerade gemerkt. Also ich wusste natürlich, dass ich die Feuerwehr noch nicht gemacht habe, aber irgendwie ist es mir entfallen. So, gut, das war knapp. So, das Haus ist am Brennen. Und ja. Gut. Da rennen sie auch schon alle raus. Ja gut, wir sehen, dass da oben noch ein Mädchen festhängt. Und wir müssen die jetzt befreien. Ja, haben wir super gemacht, ne? Erstmal alle schön in Brand stecken und jetzt alle retten. Ja, das mögen wir alle. Wow. Was willst du? Ach. Ja, ist ja gut. So, komm. Ja, der andere ist weggegangen. So. Ja, und das ist jetzt ein bisschen scheiße. Es kann sein, dass jetzt ein bisschen stockt, wie gesagt, denn es brennt überall das Qualm. Also wenn man so von oben guckt, dann ist es erst recht ein bisschen schlimmer. Wenn man so von unten guckt, dann sieht man kaum Qualm. Das ist dann ein bisschen besser. Und läuft ein bisschen flüssiger. So, wo ist sie? Okay, wir sehen schon jetzt eine Karte. Die blaue Person ist sie, die wir retten müssen. You there? You okay? Yeah, but those flames! They're too hot, I'm scared! Hold on, it's probably a fire extinguisher in the kitchen. I'll be right back. Ja, wir müssen jetzt den Feuerlöscher holen. Und was müssen wir mit dem Feuerlöscher machen? Ja, natürlich, wir müssen Feuer löschen, wie der Name schon sagt. Ja, jetzt gedacht. So, müssen wir jetzt ersetzen durch die Spraydose. Ist sowieso egal, brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir allgemein sowieso nicht. Denn, ja, brauchen wir nicht. So, so funktioniert schon der Feuerlöscher. Und ja. The building's starting to collapse. We gotta get out of here fast. Ja, wir müssen jetzt raus. Wir haben gesehen, der Gang hat sich selbstständig gemacht und ja, ist ja gut. Also ja, das Mädchen nervt wirklich.